Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Dichter des Deutschlandlieds, der mehrmals bei Henriette von Schwachenberg auf Haus Hove zu Besuch war, schwärmte von einem der lieblichsten Täler Deutschlands. Fruchtbare Ländereien und Weiden. Eingerahmt von herrlichen Gebirgszügen das Ruhrtal bei Wetter. Einer der kleinen Hügel ist der Brasberg in Wetterwengern. Sein Name lässt sich von Brasen, brennen, ableiten. Deshalb wird vermutet, dass der Brasberg in germanischer Zeit eine Kult- und Opferstätte war. Um 700 nach Christus, in der Zeit, als Sachsen und Franken um die Vorherrschaft kämpften, bildeten die Ennepe, Volme und Ruhr natürliche Grenzverläufe. Auf den Bergen entlang der Grenzflüsse entstanden Befestigungswälle, Landwehren und Wallburgen. Optimal waren Hügel wie der Brasberg, die nach drei Seiten steil abfallen. An seiner Südseite gibt es ungewöhnliche Gesteinsschichten. Ob es sich dabei um von Menschen aufgestapelte Steine handelt, ist nicht mehr sicher festzustellen. Lediglich Flurnamen wie am Böllberg, an der Landwehr und am Brasberg deuten auf die Existenz ehemaliger Befestigungswälle hin. Der Brasberg selbst ist durch den auf ihm befindlichen Sportplatz weit über Wetters Stadtgrenzen hinaus bekannt. Gleichwohl ist das oberhalb der Anlage liegende Beckeck mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Das Beckeck war einst ein beliebter Aussichtspunkt für Einheimische, aber auch für Wanderer, die auf dem Ruhrhöhenweg unterwegs waren. Im Laufe der Jahrzehnte ist außer einem schmalen Spalt alles zugewachsen. Um das Beckeck den Bürgern wieder in Erinnerung zu rufen, treffen wir Hans-Wilhelm Stratmann aus Wengern. Das Beckeck ist Teil seiner Familiengeschichte. Wilhelm Beck war Onkel meines Vaters und arbeitete damals beim Siedlungsverband Ruhrkohlebezirk in Essen. 1928 beschloss der Verband, den Ruhrhöhenweg zu sanieren und neu auszulegen. Es sollte ein attraktiver Wanderweg mit vielen schönen Ausblicksmöglichkeiten entstehen. Vom Brasberg sollte es möglich sein, wie auch von der Burg Volmerstein, seinen Blick über das Ruhrtal schweifen zu lassen. Die Kosten für das Ganze sollten getragen werden von den Jugendherbergsverbänden, den betroffenen Städten und maßgeblich vom Siedlungsverband Ruhrkohlebezirk. Mit der Leitung des Projekts wurde beauftragt Wilhelm Beck, der es auch gleich zu einer Herzensangelegenheit machte. Beck liebte den Blick von der Höhe auf Flüsse und Seen. Schon in Polle an der Weser, wo er zu Hause war, hatte er ein Beckeck errichten lassen. Leider stoppte der Ruhr-Siedlungsverband das Projekt 1931. Aber auf Initiative von Wilhelm Beck konnte das Teilstück von Wengern nach Volmerstein noch fertiggestellt werden. Ob er selbst Geldmittel da eingeschossen hat, ist nach der Aktenlage nicht deutlich. Aber wir in der Familie vermuten das. Am 15. Juni 1931 konnte dann der Aussichtspunkt eingeweiht werden und erhielt zu Ehren von Wilhelm Beck den Namen Beckeck.